Unsere Tochter Saria entwickelt sich prächtig und macht mit 3 Monaten schon umwälzende Fortschritte. Ich glaube, gleich schläft sie. Doch auch wenn unser Kind gerade kein gesund ist, macht man sich natürlich dauernd Sorgen, es könnte sich was einfangen. Von daher bin ich ganz froh über diese Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt. Also sie hat ein super Gewicht. Ja? Ja, 6.990 Gramm, Größe 63 cm. Also besser geht's jetzt gar nicht. Super. Ja. Von der STIKO wird empfohlen, dass man ab 8. Lebenswoche schon impfen darf. Heute könnte man impfen, die 6-fach mit Hepatitis B und Pneumokokken. Oder Sie können auch ohne Hepatitis B, das wäre die 5-fach und Pneumokokken. Also Sie können auch ohne Pneumokokken impfen. Also für mich sieht das eigentlich nach einem prima Angebot aus. 14 Tage später oder sein Kind auf einen Streich gegen 6 oder 7 grässliche Krankheiten schützen lassen? Was gibt's da noch zu zögern? Was spricht denn dagegen, dass wir einfach nur mal was warten? Ja, es gibt halt so dieser Impfkalender. Weißt du, wie viele Impfungen das sind? Das sind irgendwie 3 oder 4 Termine mit jeweils 6-fach Impfungen plus Rotaviren plus Pneumokokken hier und Meningo da. Was für ein Stress. Und dann geht's schon los mit Masern, Mumps, Röteln. Wenn du das verpasst hast. Pass auf. Oh, Schätzchen. Das ist so unnatürlich einfach. Das ist total unnatürlich. Ich weiß nicht, nach meiner Reaktion in der Schwangerschaft ist es für mich einfach wichtig, dass wir uns richtig informieren, bevor wir das Kind impfen. Mhm. Aber das Kind ist auch, also ich habe nie Probleme mit Impfen gehabt, soweit ich mich erinnere, gell? Ich finde es halt ein bisschen vermessen, also so zu denken, dass wir jetzt besser Bescheid wissen als ein Arzt, weißt du? Das sage ich doch überhaupt nicht. Ich sage doch nicht, dass wir mehr Ahnung haben. Ja, aber wir halten uns nicht an den Rat vom Arzt. Ganz schön clever von der Mama. Ich habe Impfen ja nie in Frage gestellt. Aber soll jetzt rausfinden, was dagegen spricht. Nicht so wild.